Du siehst hier ein Quadrat. Alle vier Seitenlängen sind gleich lang. Alle vier Winkel gleich gross, nämlich 90 Grad. Ich lege ein zweites Quadrat daneben. Tue jetzt aber das Quadrat kippen. Die Figur, die du jetzt siehst, ist ein Rhombus. Die Seitenlängen sind immer noch alle gleich lang, aber die Winkel sind nicht mehr rechtwinklig. Du hast jetzt je zwei gleich grosse Winkel, die sich gegenüber liegen.